Ja, wenn wir ja schon da, dann gucken wir noch, was noch. Ja, die Sägeblätter wollten wir noch gucken. Ach so, ja. Weil. Tu jakby ktoś taką potężną maszynę potrzebował. To jest jeszcze do składania. Macie moja ręka do porównania. Jaka to potężna maszyńska jest. Co, to jest na szukę pak? Ja, hast du den Kompressor? Die gefällt mir, die nehmen wir auch gleich. Die Drehbank da. Ja, das ist eine geile Geschichte hier. Auch den kleinen auch noch, wa? Ja, der geht auch noch. Ja. Wszystkie posługi świata ma. Perfekt. Auch die Doppelgeschwindigkeit noch, den, ja? Ja? Die tausend, das nie wahrscheinlich. Dann lassen wir lieber den Kompressor hier und nehmen die Drehbank. So viel Platz haben wir. Jaka piękna maszyna to jest. Der Antrieb oben in dem Obersupport, da kann man schön Konus mitdrehen und so, ne? Ja. Ja klar, weil ne, braucht man nicht mehr mit der Hand. Ja, und dann mit Vorschub. Vorschub, ja. Geil. Hier passt auch einiges rein. 86. Tschechisch und Ochen, dann passiert der Schrottka. Ich habe einen YouTube-Kanal, da packen wir das ein bisschen drauf. Ich wollte euch das nicht so viel. Aber, ja, ist schon eine schöne Maschine, also wirklich. Ein deutsches Produkt, ja? Vom, oder nicht? Es ist russisch, ist eine russische Maschine. Stanko ist russisch? Stanko? Ja, ist russisch. Aha. Klingt deutsch, aber egal. Stanko. Super Maschine. Ja. Die 1600 Umdrehungen. Ja, dann, auf so eine kriegt man schon alles. Guck mal, die, alleine die Schraube hier, die, sag mal wieder Schraube, Spindel, po niemiecku ta śruba się nazywa Spindel. Hier mit den ganzen Dingen. Was die noch gut hat, ist oben der Reitstock, der ist so schwer. Mhm. Wenn man jetzt hier, geht Luft an, ja. Und dann ist der auf dem Luftkissen. Auf dem Luftkissen, pneumatisch verschoben, ja. No. Und du właśnie opowiadasz, że ten, że ona jest normalnie, bo ten konik, das heißt Pferd auf Polnisch. Ja? Pferd, ja? Reitstock, ja? Pferd, ja. Ähnlich. Ja. Ne? Ja. Ten konik, ja, jest taki ciężki, że normalnie go nie idzie przesunąć, ale jak go biorą do góry, to on ma na poduszce powierzchni i wtedy go można przesuwać. Ja? Aber das haben die bauen sich das selber auch an, die Russen. Ja. Bei YouTube auf den Kanälen kann man das, ja, sehen, wie die das wieder machen. Mit Öl ein bisschen reingespritzt, okay. Und so. Ne? Schöne Sache.